Wussten Sie, dass ein Kind am Tag im Durchschnitt 400 Mal lacht und ein Erwachsener nur noch 40 Mal? Ein Kind im Krankenhaus hingegen lacht im Durchschnitt nur noch 10 Mal am Tag oder sogar weniger. Das soll sich ab heute ändern. Und helfen soll dabei Fredarico, der virtuelle Klinikclown. Klar, er unterscheidet sich von den normalen Klinikclowns, aber wie auch Romina schon aufgefallen ist, die sind auch immer kurz da, aber es ist cool. Der heute im Klinikum Großhadern vorgestellte Fredarico ist hingegen rund um die Uhr für die Kinder abrufbar. So kam auch die Idee. Ich fand es toll, dass wenn es einen Clown gäbe, der immer für mich da ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt traurig fühle, einsam fühle oder Schmerzen habe, wie in der Klinik, dass der mich dann zum Lachen bringt. Und dann habe ich mit meinen Kindern zusammen die Idee gehabt, hey, wir machen jetzt einen virtuellen Clown, der auf einem Buch erscheint und der bringt mich zum Lachen, wann immer ich es brauche. Und nur ich kann ihn sehen, so wie der Pumuckl früher. Fredarico Erlebnisbuch aufschlagen, Tablet oder Smartphone anschalten und schon kann der virtuelle Klinikclown auftauchen und für Spaß sorgen. Und das ist wichtig. Kinder im Krankenhaus sind in einer besonderen Situation, nämlich sie sind krank, sie fühlen sich nicht gut, die Familie ist unter besonderem Stress und wir alle hoffen, dass es den Kindern bald besser geht. Und in dieser Situation ist Lachen die beste Medizin. Erfinder Marco Strobel hat bereits für große Zirkusunternehmen mit vielen Clowns zusammengearbeitet. Davon hat auch Fredarico profitiert. Weil wenn ich beim Zirkus Krone und beim Zirkus Roncalli war, durfte ich ja in die Archive und die Museen schauen und habe noch mehr Wissen gesammelt über Clowns und habe dann wirklich 1000 Lacherlebnisse, kurze Lachszenen, die Clowns seit vielen Jahrhunderten machen, zusammengetragen und die dann analysiert und festgestellt mit Professor Lerch und Professor Jauch, was macht Lachen, Schlüsselerlebnisse. Und die spielt Fredarico den Kindern vor, bald sogar weltweit.